große Diskussion im Chat, wie wir genau unsere Lanes bauen. Ich bin nicht ganz sicher mit der Windranger als Support. Ja. Gucken, wie wir es jetzt wirklich machen. Es funktioniert schon beides. Okay, ich wollte gerade den Kurier kaufen. Holen wir mal einer Sentries, falls sie da am Warden sind. Just kind of a heads up here. Everything you know and love will die one day. Naja, gucken wir mal. Es ruckelt gerade irgendwie ein bisschen. Mal schauen, woran das liegt. Ich mach das mal zu. Dota sollte ich vielleicht eher offen lassen. Oben sind wir jetzt. Na, kam er überhaupt so weit? Nee, kam er gar nicht. Na dann. Ja. Chilling Touch tut dann doch ganz schön weh. Am Anfang. Wie viel Bonus-Damage gibt das? 50. Das hat praktisch eigentlich ein Double-Damage am Anfang. Und das hat sich doch mal gelohnt. Was ich mir so konzentriert, ich gar nichts gesagt habe. Jetzt habe ich oben schon mein Counter-Ward hingestellt, obwohl wir gar nichts sehen. Obwohl wir gar nicht den Ward hingestellt haben. Interessante Dual-Lane, Phoenix und Sniper. Das ist wieder mal, was mich immer so ein bisschen ärgert, wenn es in meinem Team stattfindet, noch mehr. Obwohl unser Team auch jetzt schon nicht so ideal ist. Aber, na, machen wir noch einen Ice Vortex. Ist gar nicht so verkehrt. Zusammen mit dem Jugger. So, die Queen of Pain kann sich mal unten die Rune holen. Ich hole mir die oben. Flying Courier. Noch 50 Sekunden auf Cooldown. So, mal einen Last Hit geholt. Ich bin mal gegönnt. Windranger kann da mal stacken und pullen. Haben wir den Pull-Spot beschützt, sogar mit einem sinnlosen Sentry-Ward. Der war auf jeden Fall nah genug eigentlich, um seinen Ward hinzustellen, aber naja, drauf geschissen. Dann stacken wir mal kurz. Gegen eine Dual-Lane, sehr sinnvoll. Greift mich nicht an, es tut doch weh mit euren Giftpfeilen. Keiner mag euch.
Man kann hier ruhig immer schon ein bisschen mit Last hitten. Bei den Giftviechern sterben immer ziemlich viele Creeps. Na komm, jetzt stell dein Ward dahin. Ja, schade. Shackle Shot noch nicht so lange gehalten. Ich dachte, es hält ein bisschen länger. Aber so lange hält es auch nicht. Wie lange müsste er festsitzen? Egal. Weiß ich gar nicht, wie lange. Eine Weile. So. Ich kann ihr mal noch ein bisschen ein Tango geben. So, jetzt kann ich mal den Flying Courier. Der Windranger kann auch mal ein bisschen mithelfen. Sie hat ja immerhin First Blood gehabt. Sollte ja ein bisschen was drin sein. Das war knapp. Was macht denn die Windranger gerade? Naja, er farmt da ganz fröhlich vor sich hin. Damit mal den Sniper treffen. Das wäre halt ein Traum. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Jugger auf der Lane sogar mal vielleicht Ice Vortex weiter skille. Noch mehr Slow. Und auch mehr Magic Damage. Also auch mehr Damage durch Blade Fury, was ja Magic ist. Also gegen den Sniper wäre das richtig mächtig, aber ich glaube, den Sniper kriegt man nicht so leicht. Ansonsten das. 50, 60, 70, 80 ist da die Progression. Greif doch einfach an! Habe ich nicht verstanden, was der gemacht hat, die Windranger. Die einfach nur angreifen müssen. Der Sniper. So, wir brauchen mal neue Wards. Und jetzt in Ausführungs hat sie die gekauft schon. Ich habe das Kurier-Upgrade gemacht. Ich habe noch einmal Sentries, wenn die irgendwo nötig sind. Ich dachte, so wie sie sich bewegen, als hätten sie hier einen Ward. Ja, vielleicht haben sie ihn auch weiter vorne, hier so. Na, hier müsste er schon fast sein. Jetzt müssen wir den Sniper mal kriegen, das kann doch nicht sein.
Du hast doch... nutzt deine Facebooks überhaupt nicht. Danke, endlich. Das hätten wir schon seit 2-3 Minuten machen können. Aber endlich haben wir es mal geschafft. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen XP mitzukriegen. Level 6 ist bei AA ja relativ wichtig. Und dann will ich gleich mal stacken, nachdem Creep kommt. Warum ist denn das tot, das Camp? Dann hole ich mir die 10-Minuten-Rune. So, Sniper ist auch Level 6. Der ist Level 5. Er ist Level 7. Sieht ganz gut aus. Ich bin auch bald Level 6. Bringt leider noch nicht so viel. Hätte ich vielleicht früher versuchen sollen, die Cold Feet. Naja, ich habe mein Geld ausgegeben. So schlimm ist es nicht. Ach komm. Schwach. Tja, schade, das war nichts. Wir haben ihn fast gekriegt. Den Sniper. Shackle Shot anscheinend noch auf Level 1. Ich gebe ihm mal mein Tango. Your middle tower is under attack. So, jetzt nach dem Creep bin ich mal Level 6. Noch den Ulti gemacht. Sehr schön. So, ich habe jetzt mein Ulti ready. So, ich hoffe mal, die nächsten Wards, wir wechseln uns damit ein bisschen ab. Ja, der genug. Ja, er braucht 310 für eine Kombination. So. Ups. Komm, sauber. Ja, ich hätte früher hochporten können und sollen. Das habe ich ein bisschen zu langsam gemacht. Ansonsten hat mein Ulti schön gesessen.
Ja, aber ich hätte früher hochbroten müssen. Das war gerade ein bisschen blöd von mir. Ich hole mir noch einen Soul Ring. Ich will einfach stumpf die ganze Zeit mein Ulti spammen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein bisschen XP greife. Ich werde gleich meine Wards aufstellen, wenn ich hier die bisschen Zeit dafür habe. Your bottom tower is learning to accept its own inevitable. Maybe no one attacked Dire's towers for a few seconds here. Bottom tower being attacked. Autsch. So, ein bisschen Sachen noch einkaufen, dass ich kein Gold verliere. Okay, der Dive hat uns mal richtig wehgetan. Zwei tot. Your top tower is under attack. Top tower under siege. Your top tower is under attack. See how your top tower is still on the map? So, wenigstens den Phönix getroffen. The Depp. The Phönix, the Depp. So, jetzt lasse ich das mal. Mach's mal so. Level 3 muss reichen. Chilling Touch wäre auch nicht schlecht. Ich mag aber den Disable, wenn er sitzt halt. Und dann 3,5 Sekunden, wenn man das mal hinkriegt, mit einem Shackle Shot vielleicht. Bin ich schon zufrieden. Ich muss hier weg, sonst sterbe ich. Schade, dass keiner mal dazukommt. Und schade, dass ich im Blink sie meinen Ulti verpasst hat. Die Viper. Ganz knapp. Die Sau. Tja, selbst mit Double Damage mache ich da nicht genug Schaden. Es reicht einfach nicht. Mal kurz gucken. Der Sniper. Ach, der wird zurück in die Base gehen. Probieren wir es einfach mal. Sehr schön. Ich wäre auch ohne mein Ulti gestorben, aber sowas ist jetzt auch nicht verkehrt. Gibt auch noch ein bisschen Vision. Ne, wollen wir nicht. Anscheinend nicht. Ich würde mal meinen anderen Ward oben hinstellen, damit wir da ein bisschen Vision haben. 10 Sekunden noch auf Ulti. Bahnt sich da unten was an. Ich kann mein Ulti mal quer nach unten schießen, will ich damit sagen. So, den Nase. Danke. Da wird auch gleich Verstärkung kommen. Hä? Ich konnte während des. Kann ich während des Teleports mein Ulti nicht auslösen? Kann das sein?
Sehr schön. Na, go, go, go. Na, noch bisschen mit Chilling Touch. Mit Chilling Touch eigentlich schon mit Ice Vortex geslowt. Werden wir zumindest ein paar los. Sehr schön. So, als nächstes natürlich dann an ihm richtig stark, Aghanim Scepter. Mal gucken. Noch auf einem ganz guten Weg. Mal noch ein bisschen auf Cooldown. Wollte ich nicht. Ich versteck mich mal für mein Ich gehe mal nach oben. Von da aus kann ich dann auch einen großen AOE-Ulti nach unten schicken. Ja, oder in die Mitte. Dann von da aus halt nach unten. Au. Ha! Bin da oben gestorben, ich Depp. Autsch. Hätte ich eine Sekunde vorher den Phönix getroffen, wäre auch gestorben. Schade, dass sie nicht draufgegangen sind, als Viper vom Shackershot erwischt war. Da habe ich oben nicht aufgepasst, das sollte mir nicht passieren. Aber zwei Assists in der Mitte nochmal, also zwei Leute getroffen, die ihn auch erledigt haben. Ach komm, krieg ich nicht mehr die Creep Kills. Ein bisschen Geld könnte ich schon gebrauchen. Du hast das Geld sogar wieder drin gehabt, wenn ich in die Mitte geportet wäre durch die Creep Kills. Entgehen mir da leider. Ja, er hält den Tower da schön hoch. Naja. Ja, sauber. Das ist ein vernünftiger Tausch. Die Windranger könnte mal wieder Wards kaufen.
Na, wo ist jetzt bald ihr Mac fertig? Dann kaufe ich nochmal Wards. Ich möchte aber ganz gerne meinen Aghanims haben, weil es sehr mächtig ist in den Kämpfen hier. Na, ich gehe mal nach oben. Den Farm von der Wave holen da. Die holen sich den Tower in der Mitte. Jetzt hat auch mal Healing Ward geskillt. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, echt, gerade in dem Augenblick, man hat lange nichts mehr vom Axe gesehen. Windranger, wenigstens noch einen Schuss da drauf. Dann doch schnell, jetzt holen wir uns mal den Tower noch, wenn wir schon gerade da sind. Lieber, wenn wir die Kills so machen könnten, ohne dass ich sterbe. Weiß nicht, warum wir da so passiv waren. Naja. Anscheinend waren sie noch nicht so bereit. So, der Lifestealer. Okay, was war das? Jetzt hat er ihn doch noch gekriegt. Na komm, den Axe bekommt ihr. Easy. So, ich warde jetzt mal wieder. So, können wir ein bisschen die Lanes mit pushen. Na, ich ein bisschen weiter nach links. Man kann auch mit dem Ulti teilweise die Lanes ganz gut pushen. Ja. Noch leider ein bisschen Cooldown auf Ulti, aber das schaffen die auch gerade so. Der Lifestealer hatte mein Ulti noch drauf. So, Level 2 Ulti, endlich. Wenn ich jetzt auch noch meinen Aghanims bekomme. Ja, mal schauen. In 20 Sekunden kann ich gleich den Lifestealer und den Dings erwischen. Dann können die gar nicht erst aus der Base rauskommen. Na, bisschen zu früh. 5 Sekunden zu früh für den Sniper. Na, den Free Farm, den wir den guten Farm, den wir oben dem Dings verpasst haben, dem Jugger,
Hat sich dann doch gelohnt. Ganz offensichtlich. Guck mal oben den Tower hier. Na gut, da brauchen sie mein Ulti auch nicht mehr für. Tja. So ist doch mal schön. Wenn man als Support ein bisschen erst die Lane mithilft. Da oben den Kill dann, nur die Kills bekommen haben auch. Und dann die Carries schön was draus machen. So muss das sein. Es geht gleich wieder. So, mein Ulti gleich wieder ready. Ich spam einfach nur meine Ultis immer rein. Den Tower, das möglichst schnell beenden mal. Nur noch Viper lebt. So, ein bisschen tanken, dann lebt die Creep Wave mal länger. Wir können vielleicht mal endlich den Tower holen. Obwohl, vielleicht machen wir einfach direkt die Mitte. You've destroyed their middle tower. You win the game. Radiant structures are fortified. So, einfach im Fountain bleiben, damit wir schneller beenden können, das Spiel. Spannendes gibt es nicht zu erzählen. Wie lange ich oben diesen blöden Tower brauche. Ja, brauche ich mein Ulti gar nicht. Auch wenn sie an der gleichen Stelle kämpfen. Kommt da Verstärkung schon? Na, ein bisschen zu früh. Nicht mal mehr den Tower gekriegt da oben vorm Ende. Ja. Ein eher unspektakuläres Spiel. Das hat sich halt hauptsächlich im Early Game abgespielt, als wir nach einem kleinen, obwohl eigentlich hatten wir die Griffe, die Lane ganz schön gut im Griff von Anfang an. Wir hatten gut gewardet und Sentries auch dabei oben. Und dann, als der Jugger einmal mutiger wurde, haben wir auch endlich den Sniper gekillt. Phoenix hatten wir vorher schon ein paar Mal low, aber mit Icarus Dive kommt er natürlich gut weg. Also das lief auf der Stelle ganz gut und der Jugger hat aus dem Farm dann ordentlich was gemacht. Wir haben ein paar Mal gestackt noch und gepullt. Was es noch verbessert hat und dann, als ich mein Ulti hatte, ging es auch ganz gut. Insgesamt zusammen mit der Windranger ganz gut supported, gewardet und das Kurier-Upgrade gekauft. Ja. Mal ein entspanntes Spiel. Wie gesagt, das haben wir gut gebrauchen können nach dem letzten Spiel, was mal der Hammer war. War ein entspanntes Spiel.